Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die energiewirtschaftlich relevanten Daten, die jetzt von der Bundesnetzagentur auch nochmal weiter ausdefiniert worden sind. Diese Begrifflichkeit ERD, energiewirtschaftlich relevante Daten, haben wir auch schon mal in der Gesetzgebung gefunden und die sollen so eine besondere Anforderung an Verschlüsselung und Authentifizierung und Datenübertragung eben mit sich bringen. Kurz gesagt, da geht es immer darum, dass wir dann die Übertragung über die Smart Meter Public Key Infrastructure, über das Gateway, umsetzen wollen. Wir finden bei der Bundesnetzagentur eben vom 13. Februar ein Positionspapier zur Konkretisierung der Reichweite energiewirtschaftlich relevanter Mess- und Steuerungsdaten nach § 19 Absatz 2 Mächtebetriebsgesetz. Aha. Wenn wir reinschauen, ist da auch nicht allzu viel Text erstmal als solches zu finden von den beiden Beschlusskammern 6 und 7, also Strom und Gas. Haben wir dann hier nochmal den Hinweis, dass es eben um rechtliche Änderungen, die kürzlich kamen, sich eben handelt und dass da gefordert wurde, dass Daten, die über Smart Meter Gateway übertragen werden, eben mittels der Methoden des Gateways verschlüsselt werden müssen. Und dass eben dann diese Übermittlung von energiewirtschaftlich relevanten Mess- und Steuerungsvorgängen nochmal weiter definiert werden müsste. Ja? Und hier ist dann die Bundesnetzagentur damit beauftragt worden, ermächtigt worden, die Reichweite der energiewirtschaftlich relevanten Mess- und Steuerungsvorgänge per Festlegung zu konkretisieren. Also die Bundesnetzagentur soll definieren, worüber sprechen wir eigentlich bei energiewirtschaftlich relevanten Daten. Jetzt finden wir hier aber gar nicht eine direkte Festlegung, sondern wir finden ein Positionspapier. Die Bundesnetzagentur formuliert dann nämlich noch im Weiteren aus, dass sie nämlich erstmal lieber ein Positionspapier veröffentlichen, was, ich sage mal, die Leitplanken dieser Einordnung mitgibt, als dass sie hier eine ganz klare, praktisch endgültige Auflistung machen wollen, weil wir ja noch am Anfang des Smart Meter Rollouts stehen und dementsprechend über die nächsten Jahre hier eventuell ausführliche Änderungen oder neue Anwendungsfälle noch kommen, die jetzt heute nicht bedacht werden könnten. Und dann eben lieber so ein Positionspapier, die die Rahmenbedingungen, die Leitplanken mitbringt und dann die Branche in Zukunft sich daran praktisch orientieren kann. Dann geht man halt in dieses Positionspapier und sieht, okay, das ist 10 Seiten lang, ist es nicht allzu viel. Positionspapier zur Konkretisierung der Reichweite energiewirtschaftlich relevanter Mess- und Steuerungsvorgänge nach § 19 Absatz 2 MSBG. So, Ausgangslage ist jetzt nochmal das, die rechtliche Einordnung, dass wir eben diese ERDs, energiewirtschaftlich relevanten Daten, definiert haben wollen. Und dann wird noch darauf hingewiesen, ja, dass es dann eben darum geht, dass diese ERDs nur über das SMPKI, also Smart Meter Public Key Infrastructure, das darüber gesicherte Wide Area Network, übertragen werden darf. Wide Area Network WAN ist praktisch das Internet, mal so grob gesagt, und das über diese Public Key Infrastructure gesicherte Wide Area Network ist dann eben die Internetverbindung des Smart Meter Gateways mittels der definierten Verschlüsselungsmethoden, die wir hier im Kontext des Smart Metering ja dann auch weiter noch einführen. Das heißt, da sollte eigentlich wirklich nur derjenige Zugriff haben können auf die Daten, auf die er Sie wirklich Zugriff haben sollte. Dafür authentifiziert man sich, loggt sich praktisch ein, sagt, ich bin wirklich ich. Dann wird bestätigt, ja, du bist wirklich du. Und dann sieht man erst die Daten. Oder dann werden die Daten erst übertragen auf den eigenen Server und so weiter und so fort. So. Nun geht es auch darum, dass in Abgrenzung zu diesen energiewirtschaftlich relevanten Daten auch noch andere betriebliche Daten, sowohl über eben dieses gesicherte Wide Area Network, geschickt werden könnten, aber auch über andere Wide-Area-Network-Verbindungen, also über das reguläre Internet verschlüsselt übertragen werden könnten. Wir gehen also jetzt in die Richtung, das, was energiewirtschaftsrelevant ist, ausschließlich über die komplett geforderte Verschlüsselungsmethoden. Alle anderen betrieblichen Daten können darüber geschickt werden, aber könnten auch über andere verschlüsselte Wege geschickt werden. Es kann halt sein, dass, ich sage mal ganz grob, dass jemand, der sich nur mit betrieblichen Daten beschäftigt, also der nur andere Services macht, die jetzt nicht gleich als energiewirtschaftlich relevant definiert werden, dass der dann eben verzichten könnte auf das
PKI, ne, auf diese Public Key Infrastructure und einfach irgendeine andere Art von Online-Portal nutzen könnte. Ne? Darum geht es im Großen und Ganzen, würde ich mal sagen, dass wir hier abgrenzen wollen, dass natürlich derjenige, der sich um alles kümmert, der hat dann sowieso die SM-PKI-Übertragungsvarianten parat, dann kann der auch alles darüber schicken. Aber derjenige, der sich eben gar nicht damit beschäftigen muss, der kann vielleicht mit weniger Aufwand an die gesamte Geschichte rangehen. So. Hier wird dann noch ein bisschen drüber gesprochen, wie das dann also gemeint ist, bla bla bla. Und dann haben wir hier die weiteren Überschriften. Definition der energiewirtschaftlich relevanten Daten. Hier geht es dann genau darum, was sind jetzt diese ERDs. Dann haben wir die Abgrenzung der Daten nach Verwendungs- und Anwendungszweck. Hier wird dann nämlich nochmal genau gesagt, ja, wir beziehen uns mal auf die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle, die es schon so gibt und die vielleicht noch im Weiteren entwickelt werden. Da können wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Dann grenzen wir nämlich ab die betrieblichen Daten, also was ist genau nicht gemeint, ne? Also was gehört nicht zu diesen unbedingt korrekt übers SMPKI geschickten Daten. Und dann hätten wir noch den Hintergrund. Auf den letzten drei Seiten haben wir noch ein bisschen allgemeine Hintergrunderklärung, die ja vielleicht auch nicht uninteressant sind. Hier wird zum Beispiel darauf nochmal eingegangen, dass man eben kein formelles Festlegungsverfahren macht, sondern diese Positionspapierveröffentlichung hier hat, die eben ja, ein bisschen mehr auch Klarheit für die Zukunft geben könnte, wenn es dann neue Entwicklungen gibt, die hier nicht bisher betrachtet werden konnten. Hier wird dann aber auch nochmal auf ein paar Punkte eingegangen, zum Beispiel ne, keine Ausweitung auf das Mehrsparten-Metering. Hier geht es dann eben um das Sub-Metering, wo man dann Strom, Gas, Wärme, Wasser beispielsweise gemeinsam übertragen könnte. Es wird hier eben ganz klar gesagt, diese energiewirtschaftlich relevanten Daten beziehen sich nicht auf alles, was im Sub-Metering, im Mehrsparten-Metering gemeint ist, sondern nur auf Strom und Gas. Hier wird nämlich nochmal gesagt, ne, thermische Energie, Kalt- und Warmwasser sind mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht den energiewirtschaftlich relevanten Daten zuzuordnen. Hm? Überrascht das jemanden? Also theoretisch, inhaltlich, sind natürlich Wärmemengen und Wassermengen absolut wichtig und relevant, aber diese Märkte sind ja gar keine Märkte in dem Sinne. Ne? Wir haben hier keine Marktliberalisierung erfahren in Wärme und in Wasser. Das heißt, wir haben gar nicht diese Marktkommunikation, wir haben gar nicht diese Prozessdefinitionen aus den Marktregeln, wie wir sie bei Strom und Gas ausführlich kennen. Bei Strom ja wirklich megamäßig ausdefiniert und bei Gas immer noch relativ viel. Die Marktregeln wie GBKE, WIM, MPES, MABIS für Strom und GDGAS und GABIGAS zum Beispiel für Gas. Ne? Das ist ja eine Definition eines virtuellen Marktes, ne? Mit ganz vielen wichtigen Prozessen, die genauso zu befolgen sind. Das haben wir für Wärme und Wasser ja gar nicht. Also sind diese Bereiche hier auch nicht als energiewirtschaftlich relevante Daten festgelegt. Das klingt erstmal kurios, aber macht absolut Sinn, wenn man das aus dieser Marktkommunikationssicht betrachtet. Heißt also, wenn jemand alle Sparten abliest, dann kann er die natürlich insgesamt über diese Smart Meter Public Key Infrastructure übertragen. Wenn er aber zum Beispiel nur Wärme oder nur Wasser überträgt, dann kann er das auch über eine andere, außerhalb davon sich befindende Internetübertragung machen. Dann muss er nicht dieses SMPKI nutzen. Darum geht es hier im Großen und Ganzen. Dass also auch hier wieder der Dienstleister, der nur einen Teil macht, eben nicht das komplette Spektrum aller Rahmenbedingungen erfüllen muss, sondern eben nur, sag mal, das, was wir aus anderen Gesetzen so mindestens kennen müssten. Zum Beispiel eben Datenschutz, ne? Ganz, ganz klar. So. Dabei weist die Bundesnetzagentur aber nochmal darauf hin, dass die Verwendung von diesen Abrechnungsdaten eventuell aber durch andere Gesetze, andere Regelungen trotzdem über ein intelligentes Messsystem geschickt werden müssten. Darauf muss man natürlich auch nochmal hinweisen. Es kann auch durchaus passieren, dass im Weiteren hier die Regelungen rund um Wärme und Wasser sich noch weiter ausdefinieren und hier wird auch mal sowas wie Märkte entstehen, aber ein anderes Thema. Behandlung von Steuerungsvorgängen, ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte, denn wir haben ja auch externe Marktteilnehmer, Direktvermarkter oder Aggregatoren, also virtuelle Kraftwerke, die auch eventuell Steuerungsvorgänge rumschicken. Und das Wichtige ist eben, naja, klassischerweise hätten wir energiewirtschaftlich relevant Steuerungsvorgänge durch den Netzbetreiber, weil der ja eben zum Beispiel sagen könnte, hey, wir haben hier einen Engpass und deswegen müssen bestimmte Anlagen hoch und runter gefahren werden oder Speicher müssen angetriggert werden oder was auch immer. So, klar, das ist dann
offensichtlich energiewirtschaftlich relevant, weil durchs Netz angetriggert. Was ist es aber bei, ne, Direktvermarktern oder den virtuellen Kraftwerken oder bei einem anderen Dienstleister, bei einem Energieeffizienzdienstleister, der eben sagen könnte, aufgrund unseres Auftrages wollen wir hier eine Anlage hoch und runter fahren. Zum Beispiel der Vermarkter, weil er eben beispielsweise jetzt negative Preise an der Börse hat und deswegen will er die Produktion runterfahren. Sonst muss er ja Geld dafür bezahlen, dass jemand den Strom eben dann abnimmt. Oder der Dienstleister, der Energiemanagement-Dienstleister eben sagt, ja, hier wird irgendwas runtergetriggert oder jetzt der Speicher wird angeworfen oder was auch immer, ne? Steuerungsvorgänge halt. Die sind ja am Kunden, an der Anlage, das Gleiche. Ne? Also aus Sicht der Anlage, aus Sicht des Kunden kommt von außen ein Signal und deswegen wird das hier was gemacht. Jetzt könnte man durchaus sich vorstellen, naja, mal so aus Marktperspektive, ist das denn ein Unterschied, von wem dieser Störungsvorgang kommt? Wenn man dann aber betrachtet, naja, ein Störungsvorgang sorgt dann eben dafür, dass ja hier wirklich faktisch am Netzanschluss die Wirkung der Anlagen sich ändert, hat das immer eine Wirkung auch auf den Netzbetreiber und wird hier eben im Großen und Ganzen gesagt, dass mit der Ausnahme von Steuerhandlungen des Kunden unterhalb einer vom Netzbetreiber vorgegebenen Leistungshüllkurve jegliche Steuerungsvorgänge als energiewirtschaftlich relevant zu betrachten sind. Sämtliche Steuervorgänge als energiewirtschaftlich relevant, die durch einen Dritten initiiert werden, unabhängig davon, ob sie von virtuellen Kraftwerk, Dienstleister, Direktvermarkter, Netzbetreiber oder Lieferanten kommen. So, also wird ja klar gesagt, egal von wem die Steuerung kommt, sie ist energiewirtschaftlich relevant und muss deswegen über die Smart Meter Public Key Infrastructure übertragen werden. Solange sie nicht unterhalb einer bestimmten Leistungshüllkurve ist, eine Leistungshüllkurve ist eine elektrotechnische Begrifflichkeit, die, ich sag mal ganz grob gesagt, sagt, naja, deutet es ja ungefähr an, Leistungskurve, ne, und dann Leistungshüllkurve. Alles drunter ist halt eine besonders geringe Wirkung auf das Netz, durch geringe Stromwirkung, durch geringe Stromleistung zum Beispiel. Alles darüber wäre eine zu große Wirkung und deswegen dann energiewirtschaftlich relevant. Man kann es im Großen und Ganzen wahrscheinlich so sagen, der Netzbetreiber sagt halt, ja, bestimmte kleine Störungsvorgänge interessieren uns gar nicht am Netz, am Niederspannungsnetz, wird eh geschluckt, das muss dann nicht betrachtet werden, aber ab einer bestimmten Wirkung, aber einer bestimmten Leistung ist das für uns relevant und deswegen muss es dann über die Smart Meter Public Key Infrastructure auch über diesen formalisierten Weg kommuniziert werden. Naja, aber im Großen und Ganzen, egal von wem, alle diese Steuerungsvorgänge sind energiewirtschaftlich relevant. Auf ein weiteres Beispiel, hier wird nur noch mal darauf hingewiesen, dass man also ein paar Definitionen von sowohl den ERDs als auch von den Nicht-ERDs hat und die eben dann für das Weitere als Anhaltspunkt zu nutzen sind. Dafür gehen wir jetzt kurz nochmal hoch. Ich will das Video auch nicht unnötig lang jetzt machen. Aber wir haben jetzt hier, ich sag mal, ich glaube fünf Seiten. Fünf Seiten mit Definitionen, ja, verschiedener Art und Weise. Ein paar davon haben wir jetzt natürlich einfach schon besprochen durch diese Erklärung hinten. Das war natürlich auch meine Absicht. Ihr könnt euch das natürlich komplett im Detail durchlesen. Wir verlinken die Seite von der Bundesnetzagentur natürlich in der Videobeschreibung. So, also, das Ding ist halt, die Smart Meter Public Key Infrastructure, na, da geht es dann darum, dass ein gesichertes Netzwerk mit einem Weiterverkehrsnetz abgewickelt werden kann und hier eben dann gesagt wird, welche Daten sollen eben genau über diesen Weg geschickt werden. So, was ist also energiewirtschaftlich relevant? Und dabei bezieht man sich zum Beispiel auf das Energiewirtschaftsgesetz und auf das Maschinenbetriebsgesetz, die eben zum Beispiel ganz klar sich nur auf Strom und Gas beziehen. Deswegen können wir hier schon abkürzen, Wärme und Wasser fallen nicht drunter. Haben wir schon gelesen. Hier wird es nochmal genau begründet. Wärme und Wasser sind hier nicht dabei. Das ist ja auch der Begriff des Submetering, den wir erkennen in den diversen energiewirtschaftlichen Anwendungsfällen. Immer nicht verwechseln mit dem anders lautenden Begriff der Untermessung. Ne? Submetering ist nicht mit Untermessung zu verwechseln. Das geht jetzt auch so weit, ist auch nochmal elektrotechnisch relevant, dass man innerhalb von Kundenanlagen, innerhalb von der Kundeninfrastruktur durchaus ja auch relevante Untermessungen und Verrechnungen machen kann, die eventuell eine Bilanzierungsrelevanz haben. Ne? Das wäre dann energiewirtschaftlich relevant. Alles andere, Wärme und Wasser, Submetering, das ist nicht energiewirtschaftlich relevant.
Ist kein einfacher Stoff, muss man auch natürlich auch sagen. Okay. So, Abgrenzung der Daten nach Verwendungs- und Anwendungszweck. Hier wird dann nochmal auf die energiewirtschaftlichen Anwendungsfelder eingegangen. Die EAFs kennen wir aus dem Kontext des Smart Metering, zum Beispiel aus dem Stufenmodell-Dokument, und ist jetzt zum Beispiel auch in dem Relaunch unseres Smart Meter Online-Kurses, da kommt es ungefähr zur gleichen Zeit wie dieses Video raus, als Relaunch. Jeder, der den Smart Meter Kurs früher schon gekauft hat, hat dann jetzt auch das Update, sobald ich es freigeschalten habe. Da geht es eben darum, dass wir verschiedene, so ungefähr 20 Stück haben, an konkreten, ausformulierten Tätigkeiten auf Grundlage des Smart Meter Gateways in der Energiewirtschaft. Also sowas wie Regelenergie oder Steuerung einer Photovoltaikanlage oder Auslesen von Einspeisedaten oder Netzzustandsdaten oder dynamische Tarife, energiewirtschaftliche Anwendungsfälle halt. Das sind definierte Tätigkeiten des Smart Meter Gateways und die sind natürlich noch nicht am Ende. Also da kann über die nächsten Jahre noch was passieren, die können erweitert werden. Und genau das war das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das Positionspapier soll jetzt eher die Rahmenbedingungen, soll die Leitplanken formulieren, damit auch hier zukünftige EAFs noch Berücksichtigung finden können und eben nicht abschließend ausdefiniert sind. Dementsprechend wird aber nochmal klar gesagt, hey, alles was Abrechnung ist, alles was Bilanzierung ist, alles was Überwachung, Stabilisierung oder Störungsanalyse des Netzes ist, alles was potenziell relevante Einflussnahme auf den Netzzustand hat oder auch alles was Abrechnungs-, Bilanzierungs- und netzrelevant ist, ist hier ERD. All das ist energiewirtschaftlich relevante Daten. Und dementsprechend können wir sagen, dass eigentlich der Kern der energiewirtschaftlichen Prozesse, der Kern der energiewirtschaftlichen Marktkommunikation im Strom- und Gasbereich ERD ist, energiewirtschaftlich relevantes Datum. Und alles, was dann im weiteren Service am Endkunden sein wird, das ist ja dann auch der Bereich, der die eigentliche Relevanz des Smart Meter Rollouts dann mal verdeutlicht, ne? Dass wir dann Fähigkeiten am Endkunden haben. All das ist nicht energiewirtschaftlich relevant, weil es eben nicht diesen Kern der energiewirtschaftlichen Tätigkeiten umfasst. Ne? So ungefähr kann man sich das mal so grob vorstellen. Das wird ja noch im Weiteren ausformuliert. Auch hier geht es nochmal um Steuerungsvorgänge, ne, von allen Marktteilnehmern, egal wer. Es geht auch nochmal um Ladeinfrastruktur. Das ist ein auch wichtiger Punkt. All das energiewirtschaftlich relevant. Jetzt die Abgrenzung der betrieblichen Daten. Also alles, was nicht energiewirtschaftlich relevant ist, kann dann sowohl durch das Smart Meter Public Key Infrastructure gesicherte Waren geschickt werden, kann aber auch über andere Internetverbindungen geschickt werden. Diese betrieblichen Daten sind Daten des Anschlussnehmers, also des Kunden, oder Daten des Betreibers, der Erzeugungsanlage, oder Daten zum Beispiel zur Fahreridentifikation bei einem Elektrofahrzeug oder beim Aufladen des Elektrofahrzeugs an der Ladesäule. Ne? Also verschiedene Sachen, die im Verantwortungsbereich des jeweiligen Betreibers liegen und deswegen Betreiberdaten sind, betriebliche Daten sind. Die Übertragung ist auch hier natürlich eventuell personenbezogen und deswegen datenschutzrechtlich relevant, aber eben nicht gezwungenermaßen über das Smart Meter Public Key Infrastructure Netz zu schicken. Das kann eben zum Beispiel sein, ne? Daten aus dem Gateway für den Anschlussnehmer. Alles, was nach Login den Kunden zur Verfügung gestellt wird, ist nur betriebliches Datum und nicht über SMPKI gezwungenermaßen zu schicken. Hier sehen wir auch, ne, beauftragter Dritter, Energiemanagementsystem und so weiter. Das ist alles auch über andere Wege zu schicken. Daten von Sensoren und Messeinrichtungen des Anlagenbetreibers, die nicht kernenergiewirtschaftlich sind. Daten zur Ferndiagnose, Fernwartung, Software- und Konfigurationsdaten und Optimierungen unterhalb der Leistungshüllkurve. Das ist beispielhaft nicht energiewirtschaftlich relevant und deswegen über einen beliebigen verschlüsselten Weg zu übertragen. Also dieses gesamte Thema der energiewirtschaftlich relevanten Daten hat es trotzdem ein 20-Minuten-Video zustande gebracht.
Obwohl es eigentlich gar nicht so unglaublich komplex erstmal wirkt, aber natürlich müssen wir in einem so unglaublich umfassenden Gebilde wie der Energiewirtschaft einen Weg finden, um hier mal auszudefinieren, was ist denn eigentlich unser Kern, und deswegen über diese definierte Technologie, Smart Meter Public Key Infrastructure, auch zu schicken. Und alles, was ist halt mehr so nur nett für den Kunden oder für den Anwender, vielleicht auch für den Vermarkter oder was auch immer, oder den Dienstleister, aber eben nicht unbedingt Kern unserer Energiewirtschaft und kann deswegen auch über andere Wege, ich sag mal, dem Anspruch an Verschlüsselung angemessen übertragen werden. Dennoch kann alles über diese SMPKI-Geschichte geschickt werden. Ne? Also theoretisch ja. Aber eventuell gibt es ja Dienstleister nachher, die nur einen kleinen Teil behandeln, und der ist nicht hier ausdefiniert als energiewirtschaftlich relevant, und dann kann er sich das Leben leichter machen. Dann kann er das auch außerhalb schicken. Darum geht es vielleicht so ein bisschen hier, klarer die Abgrenzung zu schaffen und dementsprechend es den kleineren Dienstleistern vielleicht auch einfach leichter zu machen. Naja, okay. Habt ihr Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.